Die Sparkasse oder Spree legte im Mai 2022 einen Grundstein in der Stadt Frankfurt-Oder in der Rathenaustraße und versenkte die dazugehörige Zeitkapsel. Interessant am Bauvorhaben ist, dass die Sparkasse das Haus baut. Zu Zeiten, in denen Zinsen keinen Ertrag brachten, entstand diese Idee des Investments. Ja, mit Rückkehr der Zinsen ist natürlich die Immobilie nicht unser Kerngeschäftsfeld. Das war eine Alternative in Phasen, wo es mit unserem normalen Geschäftsmodell und Zinsen schwierig war. Aber wir werden es als Beimischung immer haben. Und natürlich ist an sich die Immobilie ja auch eine Kernkompetenz. Und die Sparkasse nutzt diesen Neubau gleichzeitig für eine neue Filiale. Hier wird die komplette Ausstattung der ehemalig gewohnten Ausstattung Paulinenhof sich wiederfinden, inklusive der Möglichkeit auch einer Beratung. Doch ein reines Gewerbeobjekt ist das hier nicht. Hier kann gewohnt werden. Wohnungen, die direkt bei der Tochter der Sparkasse zu mieten sind. Angedacht sind hier Wohnungen, die vor allem Platz für Familien bieten. Um die 80 bis 100 Quadratmeter sollen die Wohnungen hier in etwa haben. Ja, neben unserer Geschäftsstelle wird eine weitere Gewerbeeinheit an den Markt kommen, aber insbesondere 12 unterschiedliche, jede individuell ausgerichtete Wohnung. Also 12 Wohnungen an der Zahl mit gut 1000 Quadratmetern Wohnfläche. Und das auf dem neuesten Bauniveau, sehr modern, sehr ökologisch im Übrigen auch, mit Tiefgarage und allem drum und dran. Bauen in Zeiten der Verknappung, Materialengpässen und Energiekrisen würde manch einem Bauherren vom Bauvorhaben abschrecken. Doch die Sparkasse ist zuversichtlich in das Projekt gestartet. Ein großes Etappenziel konnte nun erreicht werden. Richtfest. Zünftig nach altem Brauch wurde dem Bau die Krone aufgesetzt. Begleitet mit dem passenden Richtspruch und einem zerbrochenen Glas wurden die besten Glückwünsche dem Bauherren und dem Bau mitgegeben. Ist das Glas wohl ausgeleert und weiter für uns nichts mehr wert? Und werfen wir es zu Boden nieder, zerschmettert braucht es keiner wieder. Doch Scherben bedeuten Glück und Segen der Bauherrschaft auf allen Wegen. Eine Lage, die direkt neben dem Supermarkt gelegen, neben einer Bushaltestelle und auch Straßen, sowohl praktisch als auch bequem ist. Und in einer wachsenden Stadt den Wohnungssuchenden wohl eine neue Perspektive bietet, hier ein Zuhause zu finden. Denn noch gibt es die Möglichkeit, sich für eine Wohnung zu bewerben. Man hat auf alle Fälle jederzeit noch die Chance. Es hat sich ja leider insgesamt etwas gezogen, aber wir haben immer gesagt, Qualität vor Geschwindigkeit. Und deswegen gibt es das Angebot und wir sind sehr interessiert hier an Führungen, die in Kürze, sprich spätestens bis Jahresende, dann auch durchgeführt werden können.